Hallo Leute, hier ist wieder Semni und da ich euch ja schon kurz meine Meinung und meine Einschätzung zu Devil May Cry 5 gegeben habe, dachte ich, aus gegebenem Anlass, werde ich nun auch kurz über den kleinen DLC sprechen, der letzte Woche Donnerstag in Deutschland veröffentlicht wurde. Ratchet's Fall oder Ratchet's Downfall, wie es ursprünglich angekündigt war. Also ein Part über den Bruder. Um genau zu sein, ist es die Geschichte, was mit Virtue passiert, nachdem Dante ihn besiegt hat. Es ist ein kleines bisschen Psycho, möchte ich einfach mal sagen. Aber auf eine coole Art und Weise. Also man hat schöne Comic-Sequenzen, in denen die Geschichte erzählt wird, die dann direkt in das Spiel überfließen, sogar relativ ohne Ladezeiten. In denen Virgil mit einer dunklen Ausgabe von sich selbst eigentlich redet und eigentlich auch und sozusagen auf die Reise geschickt wird, um sich an dem zu rächen, was in seinem Leben schief, also was in seinem Leben lief, was die ihn verraten haben, also an halt zum Beispiel seinem Bruder. So viel möchte ich nicht vorwegnehmen. Es ist auch ein sehr, sehr kurzes Spiel mit, ich glaube, 7 Kapiteln. Und nun ja, es ist einfach das Coole, dass man mal Virtue spielen kann. Weil die einzige Ausnahme, in der man den in die Finger bekommen hat, war ja Marvel vs. Capcom 3. Ich glaube, dass das bloß im dritten Teil war. Genau. Sein Stil ist interessant, also er ist ein bisschen abgehackter, ein bisschen konzentrierter als Dante. Dante ist ja sehr stürmisch, was das Ganze ein bisschen erleichtert eigentlich. Denn mit Virtue die Entfernung richtig einzuschätzen, finde ich persönlich für mich jetzt ein bisschen schwerer. Aber wie man bei mir in Actionspielen gesehen hat, ich bin ja auch nicht so der Knaller darin, was das angeht. Aber seine Specials sind unheimlich cool. Sein Fernkampf ist am Anfang ein bisschen low. Aber wenn man den ausbaut, macht das auch richtig gut, weil statt Knarren hat er einfach Schwerter, die er einfach beschwört. Das hat man ja in dem Kampf gegen ihn gesehen. Und diese Moves kann er auch alle wirklich. Und es ist echt saucool gemacht. Und an alle die das Design ein bisschen bemängelt haben von ihm, vor allem da er seine Haare jetzt wieder so offen getragen hat, er kriegt so mehr oder weniger seine alte Frisur zurück. Und das sieht verdammt cool aus. Es sieht aus wie ein böser Super Saiyajin. Und ich finde, das ist doch eindeutig nicht schlecht. Der DLC kostet 9 Euro. Man muss natürlich das Originalspiel besitzen, um es zu spielen. Das Einzige, was ich bemängeln würde, ist, vor kurzem kam der Blutpalast DLC, den man kostenlos kriegen konnte, indem man einfach, ich glaube, 100 Level einfach auf Gegner einschnitzeln kann. Den kannst du nicht mit Virgil spielen. Den kannst du nur mit Dante spielen. Ich finde, dann hätten sie auch gleich da rein implementieren können, dass man halt mit Virgil denn dort auch die ganzen Gegner Horden bezwingen kann. Haben sie nicht gemacht. Gut. Aber das zu bemängeln ist auch eine ganz andere Geschichte. Ich würde dem DLC für den Preis, den es hat und die knapp 2,5 Stunden Spielzeit, die es mir gebracht hat, sagen wir, ja, 8 von 10 Punkten geben. Ich war voll auf zufrieden damit. Es hat mir Spaß gemacht und ich habe noch nie vorher auf einen, doch, ich habe vorher, das ist der zweite DLC, auf den ich überhaupt mal gewartet habe. Ansonsten habe ich da gar nicht mit so. Aber auf den DLC habe ich mich mal gefreut und ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe eigentlich das gekriegt, was ich gedacht hatte. Vielleicht ein bisschen kürzer, aber ich habe das gekriegt, was ich gedacht hatte. Also, wie gesagt, auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn euch Devil May Cry 5 gefallen hat oder DMC, der Reboot gefallen hat, dann würde ich sagen, gefällt euch auch der DLC. Dann macht's gut und viel Spaß mit unseren weiteren Videos. Euer Semni.